und zurück. In der Apokalypse. Und wahrscheinlich werden es die meisten schon gemerkt haben, aber ich habe mich wieder ganz der Apokalypse schon verschrieben. Insbesondere indem ich Fallout 3 als Prequel mit aufgenommen habe. Moment, da oben ist irgendwas. Schauen uns das erstmal da oben an, oder? Ehe wir hier. Teeter totters are so fun. Well, until your sister jumps off and you plummet 6 feet onto your butt. That's less fun. Nett. I can't remember all that stuff. I was born in a world and will die in the apocalypse. Ja. Geboren in der world und gestorben in der Apokalypse. Irgendwas höre ich. Können noch ein Bär sein. Ah, könnte sein. Ich weiß ja nicht, ob ich einen Bären mit dem Hackmesser angehe. Wie viel haben wir denn eigentlich hier noch? Achso, da haben wir gar nichts mehr. Hier haben wir noch ein bisschen was. Was ist hier? Alter, was tust du das? Irgendwas ist doch hier. Fokus! Ich habe gedacht, der haut uns jetzt mit einem Prankenhieb dahin. Wir werden schon lange nicht mehr so. Wo ist er denn? Wir werden schon lange nicht mehr so hell, ne? Wo ist er denn? Halt. Ja. Oh, wir haben einen intakten Yaogai-Kopf. Das ist ein Ding. So, dann können wir uns ein bisschen umschauen. Aber erstmal möchte ich mich wieder ein bisschen. Erstmal wollen wir schauen, wie es eigentlich aussieht. Eigentlich ganz gut, ne? Mal von unserer Schlaflosigkeit wieder abgesehen. Wir nehmen. Nehmen wir einen Verband einfach. Oder wir. Könnt natürlich auch mal was essen. Bin mir nicht sicher.
Das ist viel, glaube ich. Für 1:40 Minuten, das heilt uns fast komplett, denke ich. Die 20 Steaks, die wir da haben, oder was das ist, ich habe es jetzt einfach nur mal, damit ich gesehen habe, aber das heilt uns komplett. Die sollte man nicht einfach ziellos. Candarus Ordo Babblet. Orderly Reclaim the Mask of Mandalore. Ach, ja, das wäre das Einzige, also was ich nochmal schauen würde, die Mandalorianischen Krieg oder so ein Kopfgeldjäger. Aber das ist auf Disney und ich möchte einfach nicht Disney auch noch Geld bezahlen oder so. Juhu, eine leere Medizinflasche und leerer Injektor. Das ist super. Halt, hier haben wir was zu essen. Yeah, I like it here. It's weird how they stick out of place. There's usually one up by Vault 81, too. Volt 81? Von was sprichst du, meine Gute? Ja, die haben wir ja jetzt mitbekommen. Das ist ein Fisch. Ein Fischkopf. Was war denn das mal, wenn hier so eine Fahne ist, irgend so ein Wahlbüro? Denkt ihr? Denkt beinahe, ne? So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Na gut, es könnte auch eine Ranger-Station irgendwie sein, ne? Wir schauen mal hier unten ins Haus erstmal rein. Ach ne, wir schauen erstmal hier rauf. Ein bisschen genießen, ne? Wenn wir schon mal keine radioaktiven Stürme haben. Apropos, ne? Keine radioaktiven Stürme haben und auch mal ein bisschen Wetter was und auch mal am Tag unterwegs sind. Das hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Das ist irgendwie schon erholsam ein bisschen. Da kann man sich richtig vorstellen, ne? Wie man sich hier so an den kleinen Dingen des Lebens erfreut in so einer apokalyptischen Welt, wo wir in unserer Zeit einfach alles als Selbstverständlichkeit ansehen. Und uns über Dinge aufregen. Aber viel gibt es hier nicht. Über die es eigentlich gar nichts zum Aufregen gibt. Also, hier gibt es echt nicht viel. Ist gar nichts. Ist halt ein mehr oder weniger sicherer Platz hier oben. Aber wenn wenigstens hier. Wenn schon ein sicherer Platz ist, wäre es halt schön gewesen, wenn man hier hätte schlafen können, auf der Matratze. Naja, gut. Gehen wir wieder runter, ne? Hätte es gar nicht erst mit drauf, oder? Wir wollen ja nochmal wenigstens einen kleinen Ausblick. Da drüben ist die Cortega, ne, oder dieses, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Die Fabrik, da waren wir doch auch schon mal. Wir müssen allerdings, ach, dort ist das, wo wir auch waren. Aha. Was das dort hinten ist? Schwierig zu sehen. Aber wir müssen schon hier rüber. Ach nee, das ist die Kirche dort. Das ist die Kirche von. Ah, jetzt habe ich schon den Namen vergessen. So lange waren wir nicht mehr dort. Warte, ich schaue mal kurz in die. Kurz auf die Karte. Das ist oben. Ihr wisst, ne? Ihr könnt es mir sagen. Concord, ja. Wir müssen nochmal in den Diner. Also eigentlich genau hier rauf. Aber wenn ich eben
dann wieder unten bin, aber ich würde keine Ahnung, wo ich war und wo ich hin muss. Alles gut, Heather? Ah, jetzt wäre ich bei einer hier runtergefallen. Das hätte noch gut getan. Ich finde, wir sind jetzt im Moment gar nicht mehr so schlecht aufgestellt. Ich glaube, wir kommen jetzt ein bisschen besser durch. Eventuell, jetzt habe ich es beschrieben. Und wenn natürlich der nächste Redstorm kommt. Wo müssen wir denn da hin, wenn jetzt ein Redstorm käme? Hier ins Arc-Chat, ne? Könnten wir da rennen. Aber wenn wir je weiter das mal raufgehen, müssten wir. Gorkis Hütte, ne? Da war ein Keller drin. Wenn wir hier raufgehen jetzt. Eigentlich wollten wir ja zum Friedhof wieder hin. Bei Heathers Bunker. Das heißt, eigentlich wollen wir in Richtung Corvega und Super Duper Market. Aber bevor wir das machen, wollen wir uns das Haus noch anschauen. Hier. Bei den Affen bin ich mir echt immer nicht sicher, was die bringen. Bei so einem Affen, das war doch auch minengefährdet, oder? Wollen wir drauf schießen? Ich habe echt Angst bei den Affen. Oh, geh weg! Ich weiß nicht. Vielleicht war das nur eine Schrecksekunde, aber. Ich habe mir ein bisschen Angst gemacht. Bin mir da echt nicht sicher. Baseballhandschuhe, Baseballschläger. Hier kann man auch nicht schlafen. Ich will auch gar nicht schlafen, aber was soll's. Ach doch, hier kann man schlafen. Sogar in einem Bett. Wir gehen aber trotzdem erstmal weiter. Wir nutzen das schöne Wetter aus, ne? Aber hier unten war doch noch was, oder? Hier drüben. Da wollen wir noch rein. Hier war tatsächlich mal ein Spielplatz, Heather. Wir haben sie gegrillt. Oh. Mist, 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 Mist. Mist. Aber dort ist ein. Warte jetzt mal, wir ziehen uns mal. Ziehen uns mal. Wir ziehen uns mal eine Gasmaske an. Haben wir irgendwas? Was ist denn? Red Hirschleder. Kleidung. Hm. Ne, und nehmen noch ein Red X, wenn wir haben. Haben wir das unten drin bei Camps? Ja. Wir haben nur eins. Naja, was soll ich. Das ist drum. Schlafsack würde ich gerne mitnehmen.
Ah, das hat sich nicht gelohnt, um ehrlich zu sein, das Red X hier reinzuwerfen. So weg. Das hat sich echt nicht gelohnt, mein Freund. Das sieht cool aus. Nicht schlecht. Ah, cool gemacht, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist doch wirklich cool gemacht. So, dann können wir wieder... Und was haben wir denn eigentlich? Milizhut? Weißt du das? Ja, ne? Ja. Sieht wieder wie ein Kopfgeldjäger aus. Okay. So, jetzt ist die Frage. Wir waren hier, waren hier, waren hier. Ich glaube, wir müssen hier rauf. Aber wir schauen lieber nochmal drauf. Ja. Also los. Die Richtung. Ach so, Haplum. Hab ich die jetzt scharf gemacht? Bin mir nicht sicher. Moment. Container? Oh, da liegt. If you stay sharp, it's pretty easy to avoid Yagwai. You can smell them long before you can see them. Ich möchte eigentlich. Wer weiß, was dort ist, ne? Wahrscheinlich eher nix. Ich meine, wir hätten noch ein bisschen Red X. Das wäre eine Idee. Ich denke, da ist nichts drin, wisst ihr? Wir lassen es. Wir lassen es und gehen außen drum rum. Habt ihr ein paar Halbblumen gesehen? Verdammt, ich bin bestimmt dran vorbeigelaufen. Hier. Die brauchen wir. Wenn irgendwo welches seht, ruft hier. Dort unten sind Hasen. Ich brauche ein Eichhörnchen ein bisschen. Ja, da. Danke. Ich würde ja nochmal bei dem Super Tour mal. Wisst ihr, was dort war? Wisst ihr, was dort war? Beim Super Duper Market. Noch ein Pub. Nur da sind wir nicht reingegangen. Könnt ihr euch noch entsinnen? Weil wir den nicht wieder gefunden haben. So, wir schauen uns jetzt nochmal von hier aus die Stadt an. Und kriechen wir rein. So eine Stadt kann natürlich voll von Ghoulen sein. Deswegen sind wir mal tatsächlich vorsichtig. Von der Seite sind wir, glaube ich, noch gar nicht gekommen.
Eine kleine Geschichte. Was ist denn drin? Nix. Ja. Fokus! Fokus! Irgendwo ist noch einer. Gut gemacht, Herr. Da drüben kommt noch einer. Nee, das ist ein Hase. Wilder Mischling, also ein verwilderter Hund. Puh. So, dann gehen wir mal rein in den Dschungel. In den Häuser-Dschungel. Wie gesagt, ich hätte gern noch den Pub da drin gefunden wieder. In die Fabrik möchte ich noch nicht rein. Das müssen wir mal ein andermal angehen. Ich würde jetzt gern eigentlich wieder nochmal zurückgehen zu unserem alten Außenposten und dann würde ich mal einen neuen Außenposten irgendwo suchen. Vielleicht hier in der Gegend. Es wäre natürlich schön, wenn das irgendwie was wäre. Wo wir auch vor radioaktiven Stürmen geschützt sind. Hier sind wir angekommen. Könnt ihr noch in den Sinn? Ich glaube, hier waren wir auch oben. Ich könnte wetten, dass wir hier raufgekrochen sind. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon. Ich weiß, dass es hier Ghule gab. Und nicht weniger. Ich würde halt gerne noch mal diesen Pub finden. Da ist immer ein kleiner Ruckler drin, da müssen wir mal über uns ergehen lassen. So, Heather. Ich bin mir echt nicht sicher, mein Guter. Ob das hier so eine gute Idee ist. Hier gibt's alles, was es geben kann. Ich glaube, hier waren wir schon. Überall. Aber... Okay, Red X ist weg. Eine Werkbank. Was ist das? Waren wir da auch schon drin? Ach so, das ist eine Wasch. Ein Waschsalon. Thank you.
Ding hier drin waren wir sogar auch schon. Aber da bin ich mir echt jetzt nicht mehr sicher. Das ist zu lange her. Wisst ihr, wie lange die Staffeln? Trocken. War das mal die leere Bierflasche? Bin mir nicht ganz sicher. Ob wir die mitnehmen? Schauen uns halt trotzdem nochmal um. Ach, hier geht's schon wieder raus. Okay. Na doch. Schaut hin, Antiseptikum. Dann ist ja alles gut. Glühbirne. Serviette. Okay. Sonst nix. Aber ich sag mal, schon allein mit dem Antiseptikum hat sich's gelohnt. Hat sie alle ereilt. Könnte mal voll. Ach, hier ist das Super Duper Market. Ja, da waren wir auf alle Fälle drin. Und hier irgendwo war der Pub. Aber wo? Ja, die Bank, die kann ich mich auch noch, die kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Die ging, da hatte ich große Hoffnung. Dort oben ist jemand. Au. Hey, der ist lautlos wie eine Katze. Ich finde diesen blöden Pub nicht mehr. Schau mal, ob wir es absterben können. Das ist hier ein Basketballfeld. Ah. Okay. Komm mit. Komm mit, Herr. Wir schauen mal hier entlang. Ich glaube, hier kommen zu den Bösewichten. Ich sehe einfach immer noch keinen. Sagst du was?
Hier ist los. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon mal. Da drüben, schaut hin. Dort bekämpfen die sich. Haben wir eigentlich... Ne, haben wir nicht. Ein Feldstecher? Aber wir könnten mal schauen. Interesting. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier oben schon mal waren. Oh. Heads up. Incoming. Hier ist aber noch irgendjemand anders. Hätte? Ja, Angst. Hier ist noch irgendjemand anders. Mit Gewehr. Wie die Ghule immer gleich ihre Radioaktivität freisetzen. Aber da war noch irgendwas anderes. Irgendjemand hat noch auf uns geschossen. Aber von unten wahrscheinlich, oder keine Ahnung. Hier waren wir schon. Boah, danke. Danke. Fokus. Radioaktivität. Ein Redstorm. Jetzt. Och man, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Konnte zu keinem blöderen Zeitpunkt kommen, oder? Komm raus. Mach ich's kurz und schmerzlos. Wohin kommen wir? Wo können wir hin? Wo können wir hin? Wo können wir hin?
Fokus! Fokus!